Ja, vielen Dank, Frau Müller. Freut mich sehr, jetzt als sozusagen letzter Speaker noch zu Ihnen reden zu dürfen, heute Nachmittag. Ja, die, die mich kennen, wissen, mit welchem Thema ich unterwegs bin, Open Source. Ich habe trotzdem versucht, einige neue Aspekte einzubringen und möchte auch in dem Sinn insbesondere zeigen, was gibt es unterdessen im Bereich Bildung an Open Source Alternativen. Wir haben in den letzten 2 Stunden sehr intensiv verschiedenste Firmen und Produkte kennengelernt. Das haben Sie alle bemerkt. Meistens haben wir von diesen 5 größten Firmen gesprochen. Das sind eben diese GAFAMs. Ich bin vor 2 Jahren, das ist Juni 2018, mich auf diesen Artikel gestoßen, wo quasi gezeigt hat, dass diese 5 Firmen größer sind oder mehr Wert haben als das Bruttoinlandprodukt von Deutschland. Und ja, das ist in dem Sinn doch sehr beeindruckend, wenn man sieht eben, wie groß diese Firmen sind. Und wie François Chalais ganz am Anfang schon gesagt hat, eben, es ist, dass die Firmen haben so gute Produkte. Wir haben es jetzt gerade wieder gesehen mit Microsoft 365 in Biel. Und es gibt auch Workarounds für die Datenschutzthemen, dass man eben faktisch gar keine Alternativen will oder nicht wirklich ernsthaft prüft oder gar nicht so groß Lust hat, sich damit mühsamen anderen Tools auseinanderzusetzen. Also die Firmen sind faktisch ja, einfach die Platzhirsche, wie man es hier auch sieht. Also schon vor 2 Jahren waren diese 5 Firmen hier mit dem Kürzel FAMG eben größer als Deutschland. Wenn man jetzt heute die Zahlen anschaut, gerade die Pandemie hat die Firmen nochmal extrem viel mächtiger gemacht. Sie wissen alle, jetzt mit der Digitalisierung, der Corona, das hat denen einen riesen Aufschwung gegeben. Es ist jetzt weniger der Datenschutz, das hier das Problem ist, sondern ich sehe vor allem einfach diese Machtkonzentration. Also wenn Sie jetzt schauen, was haben die Firmen in nur 2 Jahren für eine Wertvermehrung geschaffen, dann sind wir ehrlich, wir Schweizer profitieren durch die Apple- und Microsoft-Aktien der Nationalbank, haben wir auch entsprechend mehr Geld auf unserem Nationalbankkonten. Hier sieht man die 5 Firmen nochmal so Stand November 2020. Wir sind jetzt nicht mehr bei Deutschland, sondern die 5 Firmen haben Japan überholt an Marktkapitalisierung und haben in dem Sinn eine Machtstellung, ja, die seinesgleichen sucht. Also Microsoft ist größer als Kanada oder Apple ist größer als ganz Italien. Was heißt das konkret? Das heißt, die Problematik hier ist jetzt weniger, dass sie schlechte Produkte machen, weil die sind ja faktisch eben so gut und deshalb verkaufen sie so, sondern wir haben eben diese große Abhängigkeit und wir haben eben auch nicht mehr einzelne Alternativen geprüft in den letzten Jahren, weil die eben so praktisch sind, diese Tools. Von dem her, man redet heute schon von einem neuen Begriff, Datenkolonialismus. Das sind ja Firmen auch, die mit Daten handeln, mit Daten Geld verdienen, Werbung schalten und so weiter. Und da ist aber nicht mehr der Kolonialismus von Norden nach Süden, sondern quasi von den USA, China, die kolonialisieren Europa mit ihren Produkten. Und wie machen sie es? Eben faktisch genauso, wie wir es jetzt heute Nachmittag gehört haben, mit ganz vielen Cloud-Services. Also alle Cloud-Angebote von Azure über AWS, über Google G Suite, das sind die Wachstumsgebiete dieser 5 Firmen und dort können sie auch entsprechend Business machen. Cloud First ist so das Motto. Ich will die nicht schlecht machen, ich brauche die ja selber auch täglich, aber ich möchte einfach nochmal zeigen, eben, es ist eigentlich ein bekanntes Problem, dass wir abhängig sind von diesen amerikanischen Firmen. Es ist einerseits in der Verwaltung, gibt es Millionen Freihänderaufträge. Das können wir nicht einfach von heute auf morgen lösen. Das ist mir auch klar, jetzt in dieser Schulsituation löst sich das nicht. Ich habe Ihnen trotzdem mal noch ein paar Links eingeblendet hier, beispielsweise eine Reportage bei ARD, schon länger mal das aufzeigen, wenn Sie sich selber noch nicht so beschäftigt haben, aber ich nehme an, jetzt in diesem in dieser Zielgruppe heute sind ja alle schon sehr sensibilisiert zum Thema. Fazit, wie gesagt, wir haben leider eigentlich diese ganze
dieses ganze Potenzial der Digitalisierung, behaupte ich mal, geht an uns, wird nicht ganz erschlossen. Also wir können zwar die Tools nutzen mit Workarounds, die wir jetzt auch gehört haben, kann man als Anwender von diesen tollen Werkzeugen kommunizieren, aber es ist letztlich eine Privatisierung des Wissens, eine Privatisierung des Internets, eine Privatisierung der Digitalisierung. Diese Netzwerkeffekte, Uli hat das erwähnt am Anfang, das sind nicht gigantische Netzwerkeffekte, die dazu führen, dass solche Monopole sich noch stärker konzentrieren. Und das ist ja nichts, was jetzt schon immer so war, sondern das war einfach jetzt in den letzten 10 Jahren hat sich diese Monopolisierung herauskristallisiert, genau, sei es jetzt mit WhatsApp, das ja Facebook gehört, oder mit allen anderen Tools, die wir da heute diskutiert haben. Ja, jetzt, was auch schon länger gibt, ist diesen Artikel. Ich habe mal vor längerer Zeit eben bei Watson einen Kommentar abgegeben. Die Firmen sind ja clever, oder? Die Firmen sind ja sehr benutzerfreundlich, haben ein Home-Use-Programm von Microsoft, quasi alle Lehrpersonen können auch zu Hause noch die Produkte, diese Produkte gratis brauchen. Es wird so eine Vorgaukelung gemacht, dass das alles gratis sei. Am Ende des Tages gibt es nichts gratis auf dieser Welt. Und jetzt in diesem Bereich gibt es einfach ein Anfixen in der Schule. Da investieren die Firmen ganz klar. Alternativen gäbe es, also Sie kennen sie wahrscheinlich alle, LibreOffice, Nextcloud und so weiter, GIMP als Alternative zum Photoshop. Aber es ist halt manchmal nicht ganz so benutzerfreundlich wie, oder nicht ganz so, der Brand ist auch nicht so da und da gibt es große Unsicherheiten. Apple übrigens eben, also die sind ja mindestens so schlimm oder eben so noch schlimmer, also Apple hat mit den neuen Hardware-Generationen, mit den Prozessoren, die sie da groß anpreisen, als Energiesparen und alles, weil dahinter steckt klare Strategie, noch stärker die Kontrolle über die ganze Hardware zu halten und dann eben entsprechend auch zu kontrollieren, kann auf diesem Chip jemals noch ein anderes Betriebssystem starten. Heute können Sie mit den heutigen Apples, können Sie immerhin noch ein Ubuntu oder ein Linux starten. Mit den neuen Chips wird das, man vermutet, nicht mehr möglich sein, weil Apple nur noch das Apple OS auf ihren Geräten haben will. Also Apple ist eigentlich das Schlimmste von allen, kann man fast sagen. Ja, ich würde nicht sagen, wir sind da völlig ausgesetzt. Es gibt einzelne Gallier, die sich dieser römischen Übermacht wehren. CERN macht das. CERN hat vor einem Jahr angekündigt, sie wollen wirklich wechseln von Microsoft zu Open Source. Sie wissen wahrscheinlich warum, oder ich kann es Ihnen auch gleich sagen. Es geht darum, dass nicht Microsoft die Lizenzbestimmungen geändert hat. Und Microsoft hat ja heute noch sehr niedrige Lizenzpreise für die Schulen. Die profitieren wahnsinnig von massiv reduzierten Preisen. Das ist in dem Sinn, das wissen alle, die sich damit beschäftigt haben. Der Clou ist, Microsoft hat aber eben etwa vor 2 Jahren beschlossen, ja, jetzt definieren wir neu, was ist der Bildungssektor? Und Bildungssektor heißt jetzt nicht mehr einfach nur alle, die irgendwas mit Bildung und Forschung zu tun haben, sondern nur noch die Schulen und heute noch die Unis. Künftig eben, also Forschungsanstalten wie eben das CERN, die profitieren nicht mehr von diesen vergünstigten Preisen. Ja, und was bedeutet das für das CERN? Die haben plötzlich eine explodierende Lizenzkosten. Das ist etwas, was eben nichts mit Datenschutz zu tun hat. Das ist rein ein ökonomisches Risiko, wenn sie abhängig sind von einem Anbieter, haben sie keine Alternative, müssen quasi nachziehen. Die allermeisten ziehen nach, die zahlen jetzt halt einfach das Fünffache oder Zehnfache von den Lizenzpreisen. Künftig, CERN hat gesagt, nein, wir wollen unsere 20.000 Mitarbeiter, da lohnt es sich auch eben Alternativen zu prüfen und haben entsprechend so jetzt geschaut. Ich bin selber gespannt, wir hatten letztes Jahr Kontakt mit Leuten von CERN, die sind dran. Aber es ist nicht mühsam, weil die Abhängigkeiten sind sehr groß. Bezüglich Abhängigkeiten heißt es ja nicht, dass Open Source, dass man dann völlig unabhängig ist. Also da möchte ich auch nicht irgendwie das Ganze, das Blaue vom Himmel erzählen, was Open Source angeht. Aber ich möchte einfach kurz illustrieren, was ist genau der Unterschied zwischen Abhängigkeit von Open Source und Abhängigkeit bei proprietärer Software.
Also proprietäre Software ist klar, da ist man abhängig als Benutzer von der Software, aber eben auch vom Anbieter. Das ist faktisch der Besitzer der Software, darum heißt es proprietär, proprietary, property. Also das Eigentum der Software, es wird einfach eine Lizenz, der Benutzer kann die Lizenz brauchen. Er ist abhängig vom Produkt, weil das ist integriert in die Schule, in wo auch immer, aber eben auch abhängig von dieser Firma, was ist deren Lizenzpolitik, Produktezyklus und so weiter. Der IT-Anbieter definiert, wann musst du einen Release-Wechsel machen, welche Features werden im neuen Cloud-Release, also da redet man nicht mehr von Releases, aber ist egal. Also da definiert der Anbieter, was sind die Spielregeln. Bei Open Source ist es anders. Bei Open Source haben sie letztlich die Abhängigkeit auch, aber nur auf der Software-Ebene, weil letztlich haben sie einfach eine Kopie der Open Source Software bei sich und können dann einen Anbieter wählen, der entsprechend sie unterstützt bei der Integration oder Schulung oder welche Arbeiten auch immer anfallen, aber haben eben die Möglichkeit auch zu wechseln zu einem anderen Anbieter, weil da gibt es keine rechtliche Bindung zwischen der Open Source Software und dem Integrator, der da die Arbeit macht. Die alle haben wiederum eine enge Verbindung typischerweise zum Open Source Projekt, die steuern dazu bei, dass die Software, die Open Source Software sich weiterentwickelt und deshalb können sie kompetent Dienstleistungen anbieten, aber hier sehen Sie einen großen Unterschied. Bei proprietärer Software sind sie abhängig von der Software und vom Anbieter, bei Open Source Software sind sie nur in Anführungszeichen von der Software abhängig. Ja, jetzt auf die Bildung bezogen, dazu kurz die Vorteile von Open Source. Sie sehen es hier, der kleine Mond, das wäre ein Pfeil, also Open Source gewährleistet den Datenschutz und zwar Privacy by Design. Und da möchte ich jetzt nochmal darauf eingehen, was wir heute den ganzen Nachmittag gehört haben, oder was wir jetzt alles gehört haben bezüglich diesen Hacks, dass man Google G Suite brauchen kann oder Microsoft Cloud, also mit so halb anonymisierten E-Mail-Adressen oder so halbwegs verschlüsselter Datenverspeicherung mit Unified Labeling. Das sind alles Symptombekämpfungen. Das Symptom ist quasi, die Daten liegen in den USA oder sie liegen in der Schweiz, aber eine amerikanische Firma kann mehr oder weniger jederzeit darauf zugreifen. Das ist in dem Sinn, man kann eben ein bisschen die Symptome bekämpfen. Mit Open Source haben sie eine Ursachenbekämpfung. Mit Open Source müssen sich die Lehrpersonen keine Gedanken mehr machen, welche Daten sie wo speichern, auf welchem Cloud, solange sie in der Schulcloud, also sprich im Rechenzentrum, dort wo die Open Source Software gehostet ist, solange sie dort die Daten speichern, gibt es rein jetzt, wenn das von Anfang an so sauber gemacht ist, kein Problem mit dem Datenschutz. Man muss immer noch schauen, dass man die Daten nicht verliert. Und so Datensicherheit ist nach wie vor sehr wichtig, aber es ist eben entsprechend ein großer Unterschied, ob man Symptombekämpfung macht oder ob man wirklich an der Datenspeicherung ändert. Also bei Open Source ist die Idee ja, Sie haben die Daten in der Schweiz auf dem im Rechenzentrum Ihres Vertrauens und können so die ganze Softwareinfrastruktur steuern. Aber es gibt noch weitere Vorteile und das denke ich ist eben auch wichtig, gerade im Bildungsumfeld hat Open Source auch ein Verständnis, genau diese Ziele im Lehrplan 21 zu unterstützen, dass eben nicht einfach nur die Kinder User sind und nicht genau wissen, wie das funktioniert, sondern mit Open Source hat man automatisch einen didaktischen Aufhänger, quasi die Informatik näher zu bringen und die Digitalisierung zu erklären. Und das ermöglicht auch Experimentieren, ein Lernprozess wird gefördert, man hat faktisch keine Grenzen technisch gesehen, man kann alles ausleben mit Open Hardware, Arduino, Raspberry Pi und so weiter, gibt es genialste Sachen. Man kann global zusammenarbeiten oder man sieht, wie die weltweite Open Source Community zusammenarbeitet, man kann mitgestalten, mitmachen an der digitalen Zukunft und man hat wirklich auch eine Ethik dahinter, eine Ethik, die Daten und Wissen teilen beinhaltet. Das sind die Vorteile. Die Herausforderung möchte ich Ihnen aber auch nicht verschweigen und es gibt nämlich doch einige Herausforderungen bei Open Source Software.
mal ganz trivial angefangen. Die meisten von Ihnen, von uns, brauchen eben nicht so häufig Open Source Tools wie LibreOffice oder GIMP. Und deshalb braucht es eine höhere Informatikkompetenz. Das ist, da fängt es quasi an, dass quasi Lehrpersonen ja, herausgefordert sind, etwas Neues zu lernen. Manchmal kennt man die Produkte schlichtweg nicht, weil es jetzt eben keine Marketingabteilung dahinter gibt. Also bei Microsoft und Apple und so, die geben doppelt so viel Geld aus für Marketing und Sales wie für die Softwareentwicklung selber. Also ich habe mal diese Jahresberichte angeschaut, das Marketing ist absolut mission critical. Open Source ist in der Tat manchmal nicht so benutzerfreundlich, das möchte ich gar nicht abstreiten. Sie kennen es alle eben, der Knopf ist nicht da, wo ich mir gewohnt bin, aber die Funktion funktioniert tatsächlich auch manchmal nicht, sie sind nicht vorhanden. Also es ist ein bisschen, ich sage es jetzt mal so salopp, ein bisschen halt wie ein Bio-Rüebli, wo ab und zu mal ein Wurm drin ist. Es nützt gar nichts, das abzustreiten. Manchmal ist es aber auch das Expectation Management, das ein Problem ist. Man hat so das Gefühl, Open Source, oh cool, jetzt kann ich das brauchen. Ich habe das da in einem Vortrag gehört oder so. Es ist gratis, oder? Das kostet mir nichts. Und dann plötzlich realisiert man, ups, wo speichere ich die Daten? Oder? Wir sehen es dann nachher noch, das Hauptproblem bei Open Source ist letztlich, dass man nicht so schnell das Ganze einführt wie bei Google, G Suite oder Microsoft 365. Was auch sein kann, eben, Sie haben es vielleicht vor 10 Jahren das letzte Mal ausprobiert und dachten damals, ja, das ist ein Schrott, kann man vergessen. Was ich sicher sagen kann, dass die Sachen sind alle besser geworden. Es wird immer mehr auch auf Benutzerfreundlichkeit geachtet. Das ist halt so, dass in den letzten Jahren wirklich immer mehr auch User Interface Designer sich in den Communities engagiert haben. Also wenn Sie jetzt mal vor 10 Jahren den GIMP Photoshop Alternativ ausprobiert haben, machen Sie es heute noch und machen Sie heute wieder und das wird ein großer Unterschied sein. Ja, und last but not least noch die Stadt Bern, oder? Sie kennen es, die ganze Geschichte Schulinformatik Stadt Bern hat einige Medienreportagen gegeben, wo die Stadt Bern eben Open Source eingeführt hat. Vor einem Jahr war das ziemlich aktuell. Da kann ich einfach sagen, wer das Projekt kennt und wer weiß, wie IT-Projekte funktionieren, weiß auch, dass Open Source bei diesen Problemen eigentlich nur ein kleiner Teil war. Also da gab es noch ganz andere Probleme, Kommunikationsprobleme, Projektleitungsprobleme, Hardwarebeschaffung. Also wenn Sie iPads beschaffen und nicht wissen, dass auf den iPads das LibreOffice nicht läuft, dann hat man ein Beschaffungsproblem, hat man ein Anbieterproblem, da haben die Anbieter etwas Falsches verkauft faktisch. Also in dem Sinn ist es schade, dass durch das eben Open Source wieder, ich sage jetzt mal, einen Rückschlag erlebt hat. Was ich aber auch sagen muss, die Daten sind nach wie vor alle im Rechenzentrum der Stadt Bern. Also da muss sich in der Stadt Bern faktisch aus dieser technischen Sicht niemand Sorgen machen oder man muss nichts verschweigen, so wie es Christian Dietz gesagt hat, dass die Daten jetzt eben von amerikanischen Firmen zugänglich wären. Was man aber auch sieht, und den Punkt muss ich unbedingt noch hinzufügen künftig, Open Source hat ein großes, wichtiges Problem und das ist nämlich das Collective Action Problem. Collective Action Problem heißt, wir haben eigentlich alle das Interesse, dass sich die Schulen entsprechend Daten sicher abspeichern können. Alle haben Interesse an einer datenschutzkonformen Lösung, und sie werden sogar bereit, etwas zu bezahlen, aber halt nicht Hunderttausende, Millionen von Franken, damit dann alle anderen profitieren. Also das Freerider-Problem ist da. Und solange es eben keine zentrale Koordination gibt, wie bei den Firmen typischerweise eben eine Microsoft oder Google das macht, dann fehlt der zentrale Akteur, der die Sachen, die Probleme löst. Und hier denke ich eben, könnte gerade Eduka Pionierarbeit leisten und Pilotprojekte zu Open Source lancieren. Wir haben es selber gemacht. Da rede ich jetzt im Namen von CH Open und auch meiner Forschungsstelle. Sie haben es vielleicht schon gehört und sonst mache ich ja hier jetzt ein bisschen Werbung für Open Source. Wir haben einen Open Education Server 1.0 aufgesetzt. Es ist in dem Sinn viel ein Proof of Concept. Das ist nichts Perfektes, muss ich gleich vorweg sagen.
Aber wir haben gezeigt, dass man sehr einfach mit etwa rund 10.000 Franken Investition eine Cloud-ähnliche Alternative aufbauen kann. Und ja, die Ursache, oder warum haben wir das gemacht? Eben, wir wurden kontaktiert von Leuten, die möchten gerne Open Source einsetzen in ihrer kleinen Schule, wo irgendwie 20 Schüler sind oder 50, aber das ist viel zu teuer jetzt für diese, einen eigenen Nextcloud-Server einzurichten. Und da haben wir gesagt, ja okay, dann machen wir halt mal einen sauberen Nextcloud-Server, richten den so ein, dass man sicher sich einen Account erstellen kann und kann dort dann eben sich gratis registrieren und Daten austauschen. Also man kann eben mit LibreOffice Online auch Dokumente gemeinsam bearbeiten, ähnlich wie bei Office 365. Man hat Nextcloud Talk, also alle Daten bleiben auf der Nextcloud über eine Alternative zu WhatsApp, oder Nextcloud Mail, Kontextkalender, also Sie können Ihre E-Mails einbinden und so weiter. Also das ist quasi der Open Education Server 1.0. Probieren Sie ihn aus, er ist eben gratis. So gratis quasi wie alle Microsofts und Googles das machen. Bei uns ist der, wie sagt man so schön, der Hund dort begraben, dass wir sagen, wir machen es einfach best effort. Wir sagen, es läuft, solange es läuft. Wenn es nicht läuft, wir haben keinen Vertrag mit niemandem. Von dem her sind Sie selber darauf angewiesen, dass das eben läuft. Und das ist natürlich nicht ideal. Also wir haben zwar jetzt schon erste professionelle Users gewonnen. Sie sehen hier unser Team von der Forschungsstelle Digitale Nachhaltigkeit auf der langen Zugreise von Bern nach Saanen, weil die Schulen in Saanen, die haben entschieden, von G Suite wegzuwechseln auf diesen Open Education Server. Warum? Wirklich eben genau wegen diesem Datenschutz, wegen diesem Datengrabbing-Thema und dieser digitalen Souveränität, die einer Person, Markus Scherer, wichtig ist oder richtig war, und er hat das initialisiert, dass da quasi die ganze Schule, also es sind immerhin 300 Schülerinnen und Schüler, 80 Lehrpersonen jetzt voll auf diesen Open Education Server setzen. Wir haben da Schulungen gemacht zu LibreOffice, LibreOffice Offline, Online und so weiter. Also die arbeiten tagtäglich mit diesem Server. Mit ihnen haben wir ein Agreement, eben, dass wir schauen, dass der Server läuft. Dank ihnen schauen wir eben auch, dass der Open Education Server 1.0 täglich läuft. Die Vision ist aber eigentlich letztlich, einen schweizweiten Open Education Server 2.0 zu machen, wo man wirklich, ja, ich sage jetzt einfach mal, ein ebenbürtiges Angebot zu G Suite, Microsoft Office und so weiter hat. Also dass sich eine Schule registrieren kann, Kontaktpersonen, Lehrpersonen einbinden kann und dann eben auch ganze Schul-E-Mails und so weiter verwalten kann. Das Ziel ist es, eine leistungsstarke, professionell gewartete Plattform zu erstellen. Es wird nicht gratis sein, eben, weil es kostet immer was. Auch Microsoft kostet was, auch G Suite kostet etwas. Also wir werden schauen, dass wir einen kompetitiven Preis haben für die Open-Source-Alternative. Der große Haken ist, wer trägt die Initialkosten? Das sind immerhin mehrere hunderttausend Franken, wenn man das seriös macht. Das wissen alle, die so IT-Projekte gestemmt haben. Wir sind daran, mit der Mercator-Stiftung ein Projekt zu erarbeiten und möchten hier schauen, ja, wie macht man das? Technisch ist es lösbar. Die Frage ist jetzt, welche Schulen stellen sich zur Verfügung? Also welche Schulen, welche Kantone hätten Interesse, hier halt ein bisschen auch Pionierarbeit zu leisten und aktiv zu sein? Also wir planen, den Open Education Server 2.0 im Sommer zu lancieren. Wenn Sie Interesse haben, melden Sie sich gerne bei uns beim Verein info@open.ch. Ja, und wir kennen es alle, das Big Blue Button. Wir sind heute den ganzen Nachmittag drauf. Auch hier wiederum eine Initiative während der Corona-Zeit, die wir von CA Open aus lanciert haben. Genau weil wir gemerkt haben, März, April, alle rennen zu Zoom und Teams und Skype und wem auch immer. Aber die Daten gehen überall hin. Wir wollten eine Lösung zeigen, ein Proof of Concept. Es geht auch anders. Und das geht halt eben nur, wenn man es wirklich macht. Also man kann nicht darüber reden und philosophieren, man könnte, man müsste, man sollte. Man muss es einfach tun. Und deshalb haben wir diesen Server aufgesetzt. Sie kennen ihn jetzt alle. Es funktioniert soweit eigentlich recht gut. Auch hier gibt es einen Haken beim Public Big Blue Button Server von CA Open. Da hat faktisch CA Open die
Admin-Hoheit und sieht, wer wann was mit wem macht. Und hier möchten wir aber zeigen, ja, es geht eben auch anders. Auch hier können Sie eine Lösung haben, wo Ihre Schule, Ihr Kanton, Ihre Organisation, Ihre Firma ein komplettes Videoconferencing-System gehostet hat auf dem identischen technischen Server wie wir. Wir haben von Green das Sponsoring gekriegt. Bei diesem Angebot muss man was bezahlen. Man kann dafür dann beliebig viele Users registrieren, Räume erstellen, kann alles die Recordings kontrollieren und so weiter. Wir haben jetzt bis zu schon mal 250 Users gleichzeitig waren auf dem Big Blue Button. Also das funktioniert doch für so mittelgroße Schulen. Es kostet, wie gesagt, etwas, etwa 500 Franken im Monat, aber es ist in dem Sinn bezahlbar. Es ist nicht unendlich viel. Und wenn man Zoom-Lizenzen bezahlt, die sind ja auch nicht gratis. Also das einfach mal, muss auch nochmal gesagt werden. Die Firmen machen ja das nicht zur Weltverbesserung. Was ich noch erwähnen kann, der Open Education Day, jedes Jahr jetzt an der, also seit letztem Jahr an der Uni Bern, an der PH Bern, zusammen mit der PH Bern. Ein ziemlicher Erfolg, kann man sagen. Seit 10 Jahren machen wir diesen Anlass. Warum? Genau, weil es eben zu wenig Marketing gibt für Open Source, zu wenig Sichtbarkeit. Die Leute, viele Leute kennen es nicht so oder haben gehört, aber wissen nicht, an wen kann ich mich wenden. Und deshalb haben wir diesen Anlass vor 10 Jahren ins Leben gerufen. Es kommen regelmäßig um die 200 Leute. Nächstes Jahr ist es am 24. April 2021. Ja, und auch hier gibt es weitere Tools. Lernen wie die Profis.ch, eine Plattform von der Free Software Foundation in Zürich. Die haben so eine Plattform aufgebaut. Es gibt alternative2.com oder osdirectory.com. Also wenn Sie irgendwie Interesse haben, Fragen haben zu Open Source, können Sie sich jederzeit melden. Es gibt eigentlich kaum eine Frage, die noch nicht gestellt wurde. Fazit. Open Source ist ein Teil des Puzzles, ein wichtiger Teil meiner Meinung nach. Durch die Open Source Software können Sie Daten kontrollieren. Sie wissen, wo liegen die Daten, nicht in einer diffusen Cloud. Sie liegen auf einem Server, wo man genau weiß, wie funktioniert der, wer hat die Kontrolle über den Server. Aber es geht eben noch weiter. Die ganze Open-Bewegung mit Open Standards, Open Data, Open Content, das ist Open Education. Also das geht weiter als jetzt nur die Software. Auch hier, denke ich, ist ein Beitrag für eine digital nachhaltige Zukunft im schweizerischen Bildungssektor. Und wie gesagt, wenn Sie Fragen haben, können Sie mich gerne kontaktieren. Hier sind meine Kontaktangaben. Können Sie eine E-Mail schreiben oder anrufen. Für Fragen rund um Open Source bin ich 24 Stunden am Tag erreichbar. Besten Dank.